Ach ja, Freunde, herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Ich stehe hier gerade vor der Zulassungsstelle. Jetzt werde ich nach Hause fahren, Sachen packen und dann beginnt für mich ein Enduro-Wochenende und da werde ich euch ein bisschen mitnehmen. Ja, angekommen in der Garage. Ich bin gerade dabei, die ganzen Sachen einzupacken, sprich hier ein bisschen Werkzeug, Kühlflüssigkeit, Zweitaktöl, Bremsenreiniger, also ein Scheiß, den man halt braucht und klar, 300er. Reinschmeißen und ich bin gerade dabei, meine Enduro-Klamotten zu suchen. Ich habe keine Ahnung, wo die sind. Auf jeden Fall, meine Stiefel habe ich schon mal gefunden. Ja, das kann auf jeden Fall was werden, Leute. So, 300 ist drin. Sieht nämlich echt geil aus. Sprachen lernen, Bubble. Diejenigen, die sich immer fragen, wie man das Bikefest macht, einfach einen Spannband in die Ecke. Und hier schön gegen das Bett verzogen, das Ding ist einfach bombenfest, also da passiert gar nichts. Ach ja, das war ein bisschen was zu viel zum Kaufen. Ach ja, Grüße an Tommy. Das beste Leben, das war okay. Richtig miese Zeiten, ey, gibt gar kein Vanille mehr, nur noch Banane. Naja. Gibst du noch was? Nö. So, absolut die wichtigsten Dinge sind gekauft. Hier ein schöner Astra-Ausstechen für Plätzchenbacken am Wochenende. Ja, ich würde sagen, können wir mal losziehen. JP jetzt mal fix von der Uni abholen und dann geht's auch ab. Oh, das ist schwer. Ach ja, nach guten 2 Stunden Fahrt ist JP aufgefallen, dass man die Radbolzen nochmal nachziehen sollte vielleicht. Könnte man machen. So nach nur 100, 250. Willst du jetzt fahren, dann kann ich mir Rocket aufmachen. Ja, kann ich machen. Gar nichts Problem. Oh Bruder, nein. Nein, nein. Nein, was mach ich denn? Halt's Maul. Richtig miese Zeiten, Mann. Und jetzt ist mein Handy im Weg, um mein Bier aufzumachen. RIP an der Stelle. Junge, Mann, wo sind wir denn jetzt wieder gelandet? Wir sind gerade von der Autobahn abgefahren und müssen jetzt noch über. Hä? Wo ist denn dein Handy? Hä? Ist es weg? Null. Ach ja. Wir sind jetzt noch über eine Stunde über diese verfickten Landstraßen hier fahren. Ja, Digga, ist das jetzt eigentlich schon Hessen hier oder ist das Ja, bestimmt. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, Mann, ist sowas. Aber wir machen hier freie Bahn, ne? Damn. Schöne TPI hier am Start, geil. Alter, die Karre willst du morgen ficken? Geil. Schöne 300er hier. Und hier der absolute Dampfhammer. KTM EXC 530 geht ab auf jeden Fall. So, angekommen in unserer Übernachtungsresidenz hier. Richtig korrekt auf jeden Fall von den Jungs, dass wir hier übernachten können. Aber das absolut persönliche Highlight meiner Meinung nach. Super geil. Zimmer. Das ist ja völlig geil. Das ist ja so krass. Hast du Zahnpasta? Gute Nacht. Einen wunderschönen guten Morgen. Morgen. Wir haben es 9 Uhr, wir haben gerade festgestellt, Digga, absolut geschneit einfach draußen, Mann. Was geht denn hier ab? Oh, das sieht genau aus wie meine Schuhe hier. Digga, what the fuck, Mann? RIP. Digga, mal gut, dass du auf Stahlfelgen umgebaut hast, Mann. Mit deinen komplett runtergefahrenen Zwannies wären wir jetzt, glaube ich, echt lost gewesen. Komplett. Also, Digga, Mann. Das kann ja was werden. Ja, gerade mal die Bling Bling Bikes in die Garage getan. Fällt natürlich direkt auf, dass JP und ich nicht unbedingt die Meister im Putzen sind, aber ganz ehrlich, wen ihr dafür machen wir euch auf der Strecke nass, ne Jungs? Ja. schön Punk setzen. Schön hier im Schnee, Digga. Junge Mann, das ist kann ja nur was werden, ne? So, Bikes sind ready, ich bin ready, let's go, Boys! Vielleicht ein paar ja,
Die ist gerade schön die Kette abgelaufen. Na sicher. Und die Jungs haben gerade ein neues Kettenschloss geholt. Wir sind original 10 Minuten gefahren. Da habe ich meine Karre abgestellt und der Vergaserüberlauf ist die ganze Zeit einfach rausgepisst. Jetzt habe ich hier so, glaube ich, 3 Liter Sprit irgendwie verloren, weil ich es natürlich erst komplett spät gecheckt habe. Naja. Warum passiert immer mir sowas? Kurze Mittagspause quasi, weil mir mein Reifen von der Felge abgeflogen ist. Das sieht man hier ganz gut, dass der einfach komplett. Warum passiert immer mir sowas? Scheiße. Ja, ein paar Mal Mus haben sie gesagt, ey. Ja, das ist schon. Original 3 Minuten später gefühlt, Reifen ist gewechselt. Und wofür haben JP und ich fucking 4 Stunden gebraucht? Bier trinken. Ja. Bier trinken ist wichtig. Ja, jetzt nochmal Luft drauf pumpen. Wir haben jetzt auch gewechselt, haben jetzt einen Schlauch reingehauen, weil vielleicht das Mousse nicht mehr so top war, wie man hier unschwer erkennen kann. Vielleicht war es auch einfach zu wenig Luftfilteröl. Ja, das kann natürlich auch sein. Ja, dann mal aufpumpen und dann kann es, glaube ich, weitergehen. Wie läuft es bei dir? Kette ist. Ja, jetzt versuch mit der dritten Kette und dann mal schauen, ob das diesmal funktioniert. Ja, sonst einfach einen Schweißpunkt drauf und genau, fest. Genau, sonst nur die festgeschweißt und dann hält das auch. Top Sache, das läuft doch. So, Reifen ist wieder drin, alle Speichen nochmal nachkontrolliert. Ja, mussten 1-2 auf jeden Fall nachziehen, aber sonst war alles top. 1-2. Dann kannst du jetzt weitergehen. So, mal wieder 15 Minuten gefahren, nächsten Reparaturen starten. Meine Schraube vom Handguard hat sich komplett verabschiedet. Dein Lenker ist lose. Jetzt baut ihr erstmal gerade den Lenker ab, ey. Freitag der 13. Ja, wenn jetzt jemand kommt, ne? Genau. Freitag der 13. lässt auf jeden Fall grüßen, Mann. Hoffentlich kommen wir auch noch lebend nach Hause. Aber die Wiese sieht gut aus. Ja, ist wie neu. Ach ja, wieder back in town. Wer sich fragt, wo bei dem Ganzen nicht noch das Hustle geblieben ist, Digga, das sind einfach meine Schuhe. Die sind einfach komplett ripped. Nicht nur, dass hier komplett alle Schnallen fehlen, wenn ich das mit meinem Panzertape zuklebe. Scheiße, hat sich noch komplett die Sohle verabschiedet. Das ist einfach Schnee. What the fuck? Ja. Bikes einmal kurz abkärchern hier. Damit. Ist da Salz drauf auf den Karren jetzt, wo wir so viel Street gefahren sind? Nein, ich glaube nicht so viel. Naja, einmal sauber machen und. Ja, wieder bling bling hier. Ach ja, mal wieder nicht meine Sternstunde. Ich habe gerade die Schuhe hier auf den Ofen gestellt. Meine Sohle war ja schon leicht abknäckerig. Und jetzt kommt mal wieder ein, warum passiert immer mir sowas?
Und die andere Sohle ist auch kaputt. Ich hatte jetzt schon den Gedanken, dass wir einfach mit Feuer quasi das wieder verschmelzen oder so. Oder halt irgendwie Montagekleber. Du sagst Bauschaum. Sika ist die weg, Mann. Sika regelt. Ja, ich schmeiß die nicht weg, Mann. Die sind top. Digga, die wollen nur noch sterben. Nein! Junge, Mann, die fahre ich noch eine Saison. Safe. Die sind voll gut. Da kommt der Kleber. Das ist Kleber, genau. Hast du Kleber? Das ist Kleber. Den schützt du erst auf den Boden. Dann nimmst du der Gerät. Okay. Und machst das einfach so weg. Und das gleiche machen wir mit den Schuhen auch jetzt, oder? Schmeiß die dabei und kehr die raus. Ende des Schuhs. Schuhe musst du da wo der Dreck rausgeht. Ja, und womit fahre ich dann morgen, wenn ich die jetzt wegschmeiße? Ich hab noch der Ben leidet ja bestimmt Crocs. Ich hab noch Arbeitsschuhe, Alter. Arbeitsschuhe. Stil, echt. Hä? Ja, Crocs müssen. Oh, Jungs, Mann, was ist das denn für ein Schwachsinn, ey? Hol jetzt diesen Bau-PU-Kleber. Ja, hol das jetzt und wir dichten das ab. Abdichten. Abdichten. Bisschen Silly darauf und dann hat sich das. Kamera läuft. Jetzt haben wir hier super Montagekleber, mit dem wir das Ganze wieder zusammenkleben werden. Den haue ich jetzt einfach mal großflächig hier drauf. Das kann doch nur gut werden, Jungs. Ja, das ist schon wieder besser. Tatsächlich. Das war auch schon mal. Dann geht's wirklich. Aber ich hab... Wie schnell trocknet das Zeug? Wahrscheinlich in den nächsten 3 Stunden oder so. Sagen, so ganz ausgehärtet ist das noch eine Stunde, anderthalb. Also kannst du wieder auf den Kamin stellen. Kann allergische Reaktionen hervorrufen, sich jetzt ein Dartblatt drehen. Zu spät. Schön. Muss in die Mitte noch weiter was? Muss in die Mitte noch was, oder? Weiß ich nicht. Das ist einfach eine Bahn. Oder zieh das einfach mit dem Finger so ein bisschen in die Mitte. Verarbeitungstemperatur 1 bis 35 Grad. Hammer. Schnelle Aushärtung steht hier nur. Ja, dann aber los jetzt. Lass drin liegen, die Wurst und einfach geht. Oh Jungs, Mann. Ich brauche noch neue Kabelbinder. Also noch welche. Noch mehr? Jetzt für den nächsten Schuh meinst du? Nee, für den hier. Ehrlich. Schublade. Jetzt mal ohne Scheiß sieht wirklich gut aus. Das ist das Schlimme daran. So, ich habe euch doch gesagt, das wird safe funktionieren. Doch sehen wir morgen. Digga, das sieht ja echt voll gut aus. Also ich bin gerade sehr, persönlich sehr überrascht. Da stand schnell verarbeiten. Ja, dann müssen wir jetzt hier den Kabel machen. Vielleicht so schnell zieht das nicht anders durch. Und jetzt muss ich hier erstmal durch. Alter, was ein trauriger Haufen. Nee, lass sie da drin liegen. Nimm da unten die anderen. Wo sind denn andere? Ganz unten. Bitte nicht die Dampfdecken. Warum nicht? Die Dampfdecken. Ist der Schuh auf jeden Fall gleich fertig? Jetzt drehe ich, glaube ich, mal die Schrauben wieder rein. Zur Deko. Nee, hä, dann zieht sich das ja wieder fest. Weil hier vorne war das ja noch heil. Was haben wir jetzt gemacht? Oh ja. Achso. Guten Morgen, Herr Maschinenbauer. Nee, nicht wegen Dings. Das ist so ein Insider. Wir sagen immer, die ist ein bisschen läufig. Schneid das raus. Ist gar nicht drin. Lauch schneid das nicht raus. Das hat die Gesichter dazu. Lukas! Sagst du da? Ja, okay. Das muss ich, glaube ich, nicht filmen. Doch. Ist wichtig. Die Spikes müssen ja integriert werden. Ach, wir reden einfach nicht drüber, Jungs. Riech mal. Ja, ich sehe jetzt schon, wie dumm ich dabei aussehe, die ganze Zeit. Ach, ist ein bisschen heikig schon. Ich? Nee, so. Der Pulli. Oh nein, hältst du mal echt? Ach, mein Pulli! Was ist das? Ich hab auch gerade vorne auf Sendung. Guten Morgen! Ach oh Gott, oh nein, ey! Fickt euch doch alle, Mann. Ah! Oh! 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 Hui. Oh Gott, das war knapp. Ich brauch einen neuen Kabelbinder. Echt komplett auf Schnee.
kümmern wir uns erstmal um den wichtigen Teil, ne? Wir müssen ja hier noch ein bisschen was anflicken, habe ich gehört. Bisschen viel. So ein bisschen Schuh nachmodellieren. Machen wir hier noch ein bisschen was rein. Und dann... Also ich glaube, das kann man echt so verkaufen langsam. Ja, schwarze Lackdose und ein bisschen neu. Danke. Das sieht gut aus. Also hier ist so ein Stück rausgebrochen, aber das drückt sich da auch alles wieder rein. Oder was hast du jetzt so dazu aus nüchterner Betrachtungsweise? Aus rein nüchterner Betrachtungsweise würde ich sagen, das kann man gelten lassen. Ich finde auch. Also? Ich würde sagen, jetzt auf den Kamin. Ach, du musst noch von unten hier rundrum spannen, Mensch. Ja. Also hier, da fehlt noch Kabelstrops und dann ist ja schon vorbereitet. Und wenn das fixiert ist und das gut trocknen tut, können wir klappen. Also, Jungs und Mädels, jetzt mal auf einer Skala von 1 bis 5. Was sagt ihr? Ist wie ein neuer Schuh, oder? Ist eine 10. Also, Digga, ist schon echt krass, oder? Geht so. Also. Muss aufpassen, dass der Kleber auch alles gehalten ist, bis morgen sonst kriegst du deinen Schuh nicht mehr vom Moppel ab. Macht ja auch nichts. Schon kommen. Das wäre wiederum geil. Dann steht der da mit dem Fuß gerade runter tun und fällt einfach mit dem Moppel so buchen. So, nach 12 Stunden Trockenzeit sieht das Ganze schon ziemlich gut aus. Ich glaube, ich werde aber trotzdem die Kabelbinder provisorisch dran lassen. Nur zur Sicherheit, ne? Wollen wir mal schauen. Ja, nicht nur gestern Handguards und diverse andere Teile verloren, so wie die anderen. Heute geht es auch nicht viel besser weiter. Meine Kupplung hat einfach vor einer halben Stunde aufgegeben. Also einfach, sie hat Druckpunkt, komplett. Aber, ja, trennt nicht mehr. Von daher fahre ich jetzt die ganze Zeit ohne Kupplung rum. Bin richtig maximal genervt davon. Schauen wir uns aber heute Abend bestimmt mal an und dann wird das safe wieder was bei der einen oder anderen. Yeah.
Oh, dieses Mal hab ich gefickt, Digga. Lächerlich! Alles gut! Alter, Junge, der war tot. Alter. Warte mal. Wir haben jetzt alles wieder soweit professionell, wie wir konnten, zusammengebaut. Natürlich jetzt nicht irgendwie auf die Drehmomente geachtet, aber ich hab's mal, wir sind mitten im Wald. So. Ich hoffe einfach nur, dass es dicht ist. Dichtung habe ich so mit dem Finger ein bisschen sauber gemacht. Ja, wird schon irgendwie passen, ne? Also, und das sind halt die Stücke, die da rausgekommen sind. Richtig top. Und fahren jetzt halt ohne, also mit einer Kupplungslämmende weniger. Vielleicht schleift die Kupplung dann ein bisschen beim Losfahren, aber ganz ehrlich, Digga, wen juckt's. Also, so besser als vorher. Als kannst du am Baum hängen jetzt? Ja. Nö, ich glaube nicht, dass ich die Teile noch brauche. So, nach einer frischen Dusche jetzt die ersten Rockets aufgemacht, den ersten Jägermeister getrunken und ja, werden jetzt gleich mal irgendwo in die nächste City hier fahren. Wie ist das Dörfchen noch? Siegen heißt das. Es geht Saufen. In Siegen ins Meiersch. Ah ja, das wird auf jeden Fall lustig, Leute. Nach meiner kleinen Pleite mit der Kupplung hat sich aber alles wieder relativiert. Karren sind diesmal relativ heil geblieben, also bis auf meine tatsächlich, die ein bisschen Probleme hatte. Aber sonst alles gut, nichts abgebrochen. Jetzt machst du Licht an Top. Jetzt, ja, das war das auch vorher. Ich hab schon wieder vergessen, dass hier Licht. Aber du musst deinen Stiefel noch zeigen. Ah, ja, richtig miese Zeiten. Mein Stiefel hat sich wieder verabschiedet. Also ich bin dann im Endeffekt den ganzen Tag mit so einer Sohle rumgefahren. Also Sohle, je nachdem wie man das nennen mag, schon ziemlich räudig. Aber ich glaube, wir kleben das gleich nochmal und dann wird das morgen wieder halten. Ich glaube, es ist echt Zeit für neue Stiefel, Mann. Und an meinem anderen Stiefel haben sich auch alle Schneiden gelöst noch. Nee, das ist der. Ich habe hier jetzt original noch eine Schneide, die vernünftig funktioniert. Oh, der Kleber war jetzt nicht mehr so top. Aber es hat bestimmt 1,5 Stunden gehalten, also alles gut. Keine Ahnung. Ja, ich glaube, gleich machen wir uns mal fertig und gehen hier die lokale Dorfszene abchecken, was hier so abgeht, ne? Bist du motiviert oder was? Voll motiviert. Digga, das ist einfach unglaublich warm hier drin. Ich sitze hier im T-Shirt und ich schwitze, Mann. Das ist ja viel zu krass, ey. Ich glaube, so ein Ding brauche ich auch für die Garage. Freunde, let's go, Mann. So lang, was ich ja echt die mal geil. Boah, wir können auch zwei machen. Nee. Ey, stimmt, mach einen Dörfer, ist das nicht ja richtig geil. Warum hab ich eigentlich jetzt die Mm-hmm.
Ja.